Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein Grundrezept. Ich werde euch zeigen, wie man Quark-Ölteig zubereitet. Ich bin ja ein Fan von Hefeteig, süß oder herzhaft in allen Variationen. Und ich liebe es, Hefeteig lange zu kneten und auch aufgehen zu lassen und dann was Tolles daraus zu kreieren. Wenn es aber mal schnell gehen muss, ist Hefeteig vielleicht nicht ganz die beste Wahl. Dann ist der Quark-Ölteig ein idealer Ersatz. Und Quark-Ölteig ist auch ein super leckerer Teig, erinnert mich auch geschmacklich ein bisschen an Hefeteig. Und der ist einfach super fluffig, locker, leicht und man kann wirklich alles damit machen. Obstkuchen, Zimtschnecken, kleine Teilchen, der ist super vielseitig. Ihr braucht nur wenige Zutaten und die habe ich auch immer zu Hause. Für den süßen Quark-Ölteig verwende ich 150 Gramm Magerquark, ein Ei, 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 75 Gramm Zucker, 40 Gramm Sonnenblumenöl, etwas Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Die Zubereitung ist ganz einfach und ihr müsst nur beachten, dass der Teig nicht lange geknetet wird. Also wirklich alles nur ganz, ganz kurz verbinden. Ich meine, ist ja auch gut, weil dann hat man eben Zeit gespart. Dafür gebe ich jetzt einfach alle Zutaten in der Küchenmaschine. Falls ihr den mit der Hand zubereitet, dann rührt jetzt erstmal die flüssigen Zutaten, also Quark, Ei, Vanilleextrakt und Öl. Und dann könnt ihr die trockenen Zutaten ganz kurz einkneten. So verbindet sich nämlich alles ein bisschen besser. So, Ei mit rein. Vanilleextrakt nehme ich sowieso immer ganz gerne für den Geschmack. Und den Teig könnt ihr auch wirklich ideal aufpimpen mit zum Beispiel Zitronenschalenabrieb oder mit Zimt. Ihr könnt auch ein paar Nüsse noch mit reingeben oder andere Aromen. Wirklich das, was ihr wollt. Zucker mit rein und Salz. Und ich gebe jetzt bei dieser Variante noch ein bisschen Zitrone mit rein. Und da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr eine unbehandelte Zitrone verwendet und dann nur den gelben Teil von der Schale abreibt. Und jetzt können die Zutaten kurz verbunden werden. Der Teig ist jetzt schön weich und klebt nicht und wenn er mal zu fest ist, weil das Ei zum Beispiel zu klein war, könnt ihr auch einen Schluck Milch dazugeben. Und das mache ich zum Beispiel auch gerne, um den Teig etwas flüssiger zu machen, um beispielsweise einen Obstkuchenboden zu machen. Jetzt bereite ich daraus aber erst einmal kleine Teilchen zu. Jetzt bereite ich leckere Teilchen zu mit Zimtzucker und dafür rolle ich jetzt den Teig einfach mal kurz gleichmäßig auf etwas Mehl aus. Dann könnt ihr einfach Formen eurer Wahl ausstechen. Und den restlichen Teig rolle ich jetzt noch dünner aus und kann ihn dann ausstechen und dann sogar füllen. Und hier gebe ich jetzt einfach ein bisschen Nougat rein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Teilchen jetzt mit etwas Eiweiß bestreichen, so bekommen sie einen schönen Glanz. Und nach dem Backen werden sie dann mit Zimtzucker bestreut.
Für den Obstkuchen mache ich jetzt einen Quarkölteig, der ein bisschen flüssiger ist. Also gebe ich jetzt hier noch ein bisschen Milch dazu. So habe ich jetzt nämlich den Vorteil und muss das Ganze nicht ausrollen, sondern kann den Teig mit meiner Teigkarte oder meinem Teigschaber einfach in die Form streichen. Und hier lege ich jetzt gleich Obst drauf. Da könnt ihr wirklich Kirschen, Zwetschgen, Äpfel, Rhabarber, Erdbeeren, egal was, da drauflegen, kleingeschnitten und dann zum Beispiel noch Streusel zubereiten. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar verwende ich dafür einfach 150 Gramm Mehl, eine Prise Salz, etwas Zimt, Vanilleextrakt, 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Butter. Und für die Streusel werden die Zutaten jetzt kurz vermengt. So sehen jetzt die kleinen Quarkteilchen aus. Die gefüllten sind natürlich extrem lecker und mir schmecken die warm am allerbesten. Denn dann ist der Nougat noch richtig schön warm und weich. Ich habe schon drei gegessen. Schon drei gegessen, ja, deswegen sind es nur so wenige. Da. Im Herzchen auch was drin? Nein. Nee, dann nicht. Ich will die mit Füllung. Mit Nougat? Ja. Ja. Und hier habe ich den Obstkuchen, den habe ich nach dem Abkühlen einfach mit süßem Schnee bestreut. Und wenn du willst, kannst du einfach mal probieren. Aus diesem Teig könnt ihr zum Beispiel auch richtig coole Zimtrollen machen oder auch anderes Gebäck. Also wirklich lecker. Ich muss ehrlich sagen, das ist der gefüllte fünfte Zwetschgenkuchen schon, gell? So ähnlich aussieht. Das ist kein Zwetschgenkuchen. Und heute geht es um das Grundrezept Quarkölteig. Ah, cool. Wir machen gerade ein Basics, Murat. Oh, darf ich dich kurz aufklären? Das wusste ich ja nicht. Tut mir leid, sorry. Es geht um den Teig unten, was man daraus alles machen kann. Eben Teilchen, Kuchen, Zimtrollen, alles Mögliche. Boah, ist da Marzipan drin? Boah, schmeckt das genial. Gewürfelte Äpfel, Kirschen und Marzipan. Waren alles Reste aus dem Kühlschrank, alle einfach rein und fertig. Ist das so eine Resteverwertung? Ja. Bitte macht das öfter. Genial, oder? Boah, der schmeckt also, Murat schmeckt's und das muss was heißen, denn der Murat isst so viel Süßkram und so viele Torten und Kuchen, die er immer probieren muss. Boah, der schmeckt genial. Das ist echt ein Lob. Neben hat er gesagt, er probiert nur, er isst kein ganzes Stück. Also falls ihr den Quarkölteig mal nachmachen wollt, schaut auf meinem Blog vorbei auf sallys-blog.de. Ich bin schon auf eure Kreation gespannt, postet sie auf jeden Fall und markiert mich auf euren Fotos. Also viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool, gell? Aber du hast doch gesagt, du willst gar kein ganzes Stück essen. Aber das schmeckt echt lecker. Oh, mit dem Marzipan. Ich liebe ja Marzipan über alles.